Markus für die Espresso Geeks hier. Heute haben wir wieder eine Kaffeemühle aus dem etwas günstigeren Preissegment für euch, und zwar von Rommelsbacher, die EGK 200 in Edelstahloptik. Die Mühle mahlt im Gegensatz zu der KYG, die wir letzte Woche im Test hatten, nicht mit 300 Watt, sondern mit 200 Watt, hat aber im Gegensatz dazu eine Variation, dass es zwei Mahlkegel hat, die je nach Bedarf draufgeschraubt werden können. Hier einmal mit sozusagen zwei Messern und hier mit vier Messern. Nun gibt der Hersteller an, dass die zwei Messer vor allen Dingen für den Kaffee geeignet sind und die vier Messer sind vor allen Dingen für Gewürze, Mehl, Getreide, Kräuter oder Nüsse geeignet. Das interessiert uns genauso wie bei allen anderen Mühlen nicht so sehr. Uns interessiert natürlich vor allen Dingen der Kaffee. Wir bauen die Maschine jetzt mal zusammen und dann zeigen wir euch jeweils wie gewohnt einen Mahlvorgang im Bereich feine Mahlung und einen Bereich grobe Mahlung, wieder für die unterschiedlichen Kaffeesorten. Hier muss man darauf achten, dass wir auch an diesem Body überhaupt keine Einstellungsmöglichkeiten haben, sondern wie auch bei den meisten Gewürzmühlen oder den kleineren Mühlen kann man hier über vier kleine ja, Pinökel, die man runterdrücken muss, im Prinzip steuern, wie lange der Mahlvorgang ist. So, nehmen wir uns mal hier die Zweier-Variante. Und ihr werdet sehen, muss man ein bisschen anders einstellen, genau so, dass das Draufschrauben relativ einfach ist. Ganz einfach. Dann gibt es hier einen Deckel. Dieser Deckel passt genau auf beide dieser Kegel. Den tun wir jetzt einfach mal drauf. Und dann bleibt eigentlich nichts mehr, außer diesen Deckel drauf zu tun. Der ist natürlich A aus Sicherheitsgründen nochmal als doppelter Schutz da. Der drückt aber auch diese vier Pinökel an allen Seiten runter. Das heißt, in dem Moment, ihr hört es vielleicht leicht klicken, geht der Mahlvorgang los. Jetzt besorgen wir uns Strom, tun die Bohnen rein. Wir haben hier genau 30 Gramm Bohnen. Das ist das, was der Hersteller empfiehlt. Und die werden wir einmal 10 Sekunden mahlen und den Rest lassen wir dann für 25 Sekunden drin. Und dann schauen wir mal, wie fein die Mahlung geworden ist. Strom ist da und wir zeigen euch jetzt einen Mahlvorgang. Vielleicht noch eine kleine Sache. Hier diesen Pinökel, wenn man den so runterdrückt, ein oder zwei, das löst den Mahlvorgang nicht aus. Das ist aus Sicherheitsgründen sicher auch okay. Jetzt tun wir einfach mal die Bohnen rein. Und wir nehmen euch mal mit auf die Reise jetzt. Genau, wir sind jetzt nicht am Maximum. Uns wurde aber gesagt, dass, oder besser gesagt, auf der Packung steht, dass 30 Gramm eigentlich ideal sind zum Mahlen. Jetzt tun wir den Deckel drauf. Und den Schutzdeckel, den Auslöser und los geht's. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wahrscheinlich nicht so gut wegen der Blendung. So, das waren jetzt 10 Sekunden. Zweite Deckel ist ein bisschen schwerer abzubekommen, aber wir nehmen uns hier einfach mal ein bisschen was von dem Kaffeemehl. Ihr seht, einigermaßen grob noch gemahlen. Und Moment. Ja, doch, muss ich sagen, ist ein ganz gutes Ergebnis. Relativ gleichmäßig. Ganz fertige Brocken sind zwar noch da, aber das, glaube ich, ist in Ordnung. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn wir nochmal 15 Sekunden drauflegen.
Man sieht schon, einiges klebt hier am Band. Aber da wir das ja gleich alles gegebenenfalls im Espresso- oder Mokka-Kocher haben, gucken wir uns das auch alles an. So. Das ist also jetzt der Vergleich. Hier sehen wir, das ist doch schon deutlich feiner, ganz klar. Ist ja auch zu erwarten bei einer doppelt so langen, beim doppelt so langen Malvorgang. Ja, finde ich gut. Also hier vor allen Dingen natürlich die Malung, die so ein bisschen grober ist, die gefällt mir ganz gut. Die feine Malung, ob das jetzt für euren Siebträger reicht, könnte sogar sein, also es ist deutlich feiner als das, was wir sonst bei anderen günstigeren Espresso-Mühlen gesehen haben, Kaffeemühlen gesehen haben. Also auch hier, ihr seht, man kann das sogar fast zu so einem Puder zusammendrücken. Doch, ist schon nicht schlecht, gefällt mir gut. Das war unser Test der Rommelsbacher EGK 200 mit zwei Malkegeln und zwei Malvorgängen, besser gesagt ein Malvorgang, den wir ein bisschen länger gestaltet haben und einmal ein bisschen kürzer. Das heißt, ihr habt das Ergebnis eben gesehen. Der Kegel hat jetzt schon einiges am Rand noch kleben. Wie ihr seht, müsst ihr es ein bisschen abklopfen. Dann am besten habt ihr nachher hier auch mitgeliefert diesen Löffel. Da könnt ihr dann das Kaffeemehl rausholen. Und das, was ihr nicht abkriegt, könnt ihr dann nachher auch mit der anderen Seite hiervon ebenso wie diesen Deckel dann sauber machen. Uns hat das Malergebnis gut gefallen. Für eine günstige Maschine wie eben die EGK 200 muss man sogar sagen, ist das Espresso oder das feine Malergebnis gar nicht so schlecht. Das grobe Malergebnis ist, glaube ich, ziemlich gut. Und von daher ist das auf jeden Fall die beste Maschine, die wir in diesem günstigen Preissegment getestet haben. Ich sag mal, günstiges Preissegment unter 40 Euro. Es ist zwar immer noch im Prinzip eine Schlagmalmaschine mit Schlagmessern, was jetzt kein Kegelmalwerk ist und auch kein Scheibenmalwerk. Ist also so ein bisschen vielleicht nicht die perfekte Lösung, aber dadurch, dass man auch im Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt sieht, dass es gut abgeschnitten hat, ist es auf jeden Fall eine Alternative, wenn man nicht unbedingt in die 100 Euro oder Ende der 10er Euros gehen möchte beim Anschaffungspreis einer solchen Kaffeemühle. Das war unser Test. Wir machen uns jetzt damit einen schönen Espresso. Da freue ich mich drauf. Es ist Sonntagmorgen. Und wenn ihr Fragen habt zu dem Video, schreibt sie uns unten rein. Ihr könnt uns natürlich auch gerne einen Daumen hoch geben. Da freuen wir uns drauf. Und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche.